Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche. Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live. Die Umfrage der Woche, jeden Donnerstag hier auf OE24TV, ganz aktuell erhoben von der Lazarsfeld-Gesellschaft. Und diese Woche ist sie noch spannender als sonst. Die Umfrage der Woche ist immer spannend, aber diesmal erstmals hat die Lazarsfeld-Gesellschaft Andreas Babler erhoben, seitdem er SPÖ-Chef ist. Und natürlich die erste Umfrage seit diesem Wahlfiasko, Wahldebakel, das es da am Wochenende, respektive dann am Montag, gab. Zugeschaltet aus Linz ist mir der Präsident der Lazarsfeld-Gesellschaft, Professor Werner Beutelmeier, und wir werden das Ganze gleich im Detail analysieren. Grüß Gott. Ja, grüß Gott und guten Abend. Und diese Woche hat es in sich, weil wir eine völlig neue Situation messen und wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Die Meinungsbildung ist jetzt erst so richtig im Gange. Das heißt, wir messen eigentlich zum Teil auch ein wenig in ein Meinungsvakuum hinein. Aber die Woche hat unglaubliche Zahlen und Verwerfungen und spannende Inhalte. Also wir sind gespannt, was da kommt. Ja, Herr Professor Beutelmeier, Sie haben schon angesprochen, extrem spannend das Ganze natürlich, das muss man schon dazu sagen, hinein in einen Meinungsbildungsprozess, weil Andreas Babler ist ja überhaupt erst seit Montag offiziell SPÖ-Chef. Muss man vielleicht dazu sagen, ursprünglich wollten wir Hans-Peter Doskozil abfragen und der Professor Beutelmeier und die Lazarsfeld-Gesellschaft haben dann zum Glück noch in letzter Minute reagieren können und diese Frage auf Andreas Babler geändert, und die Ergebnisse, die das gebracht hat, die haben wir jetzt und die schauen wir uns jetzt an. Als erstes die Sonntagsfrage, und zwar die hochgerechnete Sonntagsfrage. Der Vergleich ist zur Vorwoche, nämlich zur Frage, wo wir ja Andreas Babler damals schon als potenziellen SPÖ-Chef abgefragt haben. Die FPÖ bleibt stabil, kommt auf 28%. Die SPÖ kommt auf die ÖVP auf Platz 2 mit 24%, die SPÖ kommt auf 21%, kann also gegenüber dem Wert von Andreas Babler von letzter Woche 2 Prozentpunkte zulegen, wenngleich sie damit deutlich auf Platz 3 ist. Grüne und Neos gleich auf bei jeweils 11%, die KPÖ bei 4% und die anderen Parteien, die kommen auf 1%. Herr Professor Beutelmeier, was sagt uns das und wie schätzen Sie das ein? Naja, das ist ungeheuer interessant, denn wir haben ja letzte Woche so ein bisschen spekuliert, ein Sandkastenspiel betrieben und gesagt, was passiert, wenn Babler Nummer 1 wird? Da haben wir gesagt, naja, dann wird die SPÖ eher schlecht ausschauen in der Sonntagsfrage und das wird Wechselwirkungen, Auswirkungen auf die anderen Parteien haben. Denn wir haben prognostiziert, ein Babler würde relativ tief einsteigen und gleichzeitig die eher rechten Parteien befeuern, allen voran die ÖVP. Und genau das ist passiert, möglicherweise auch die FPÖ und von den anderen Parteien Potenzial, nämlich von den Grünen, von den Kommunisten, möglicherweise auch von den Neos absaugen. Also da gab es so ein spannendes Wirkungsgemälde, das wir skizziert haben. Manche haben geschmunzelt und gesagt, naja, ob das so eintritt. Und siehe da, diese Woche zeigt sich genau dieses Muster. Babler steigt ein wenig besser ein als ursprünglich prognostiziert. Letzte Woche 19, immerhin die normative Kraft des Faktischen, jetzt 21%. Aber wer erhält den größten Schub? Die ÖVP. Die ÖVP etabliert sich so jetzt schön in der Mitte, holt die Position der SPÖ, das war also zuletzt unter Randy Wagner die immer die Nummer 2 Position der SPÖ. FPÖ liegt stark, ist die Nummer 1 mit 28%. Und naja, in dieser Betrachtung auf der 2000er Welle wenig Bewegung, aber wenn wir uns dann die aktuelle Woche isoliert betrachten, dann sehen wir sehr wohl, dass dieses Szenario, das wir letzte Woche andiskutiert haben, wo wir gesagt haben, das könnte diese Mechanik auslösen, dass das eingetreten ist, im Wesentlichen eingetreten ist. Dann schauen wir uns als nächstes noch die Rohdaten an. Auch die sind spannend, denn die zeigen, dass sich auch in den Rohdaten einiges verändert. Die FPÖ ist in den Rohdaten ebenfalls auf Platz 1 mit 20%, minus 1 Prozentpunkt. Aber interessant, in den Rohdaten ÖVP und SPÖ gleich auf mit jeweils 16%. Die ÖVP aber mit deutlich mehr Momentum. Herr Professor Beutelmeier hat das vorher schon angesprochen.
plus 3 Prozentpunkte in den Rohdaten. Also die ÖVP dürfte momentan im Aufwärtstrend sein, die Grünen im Abwärtstrend, verlieren 3 Prozentpunkte in den Rohdaten, kommen nur noch auf 7% und auch die Neos verlieren 2 Prozentpunkte in den Rohdaten, kommen auf 4% und 37% sagen, sie wissen nicht, welche dieser Parteien sie wählen sollen. Ja, also es kommt jetzt genau dieses Muster, nur bei der FPÖ ist es noch nicht ganz deutlich, aber das ist die Nummer eins in den Rohzahlen als auch in der Hochrechnung. Insofern würde ich das jetzt nicht überbewerten, aber am stärksten profitiert derzeit offenkundig die ÖVP, erholt sich von diesem tiefen Niveau, von den 13, 12 waren es glaube ich schon einmal und kommt jetzt doch ein bisschen rauf, plus 3% in einer Woche, das ist ein ganz beachtlicher Zuwachs und siehe da, minus 3 bei den Grünen, minus 2 bei den Neos. Also diese merkwürdige Wechselwirkung, dass offenkundig Babler da hineinwirkt und sich da was holt und deshalb letztlich in den Rohzahlen relativ stabilisiert wirkt. Also da stürzt er nicht ab. Da schaut es noch besser aus. In der Hochrechnung sehen wir, dann ist er Nummer 3. Auch das haben wir letzte Woche diagnostiziert. Wir haben gesagt, das wird jetzt die Nummer 3-Position für die SPÖ. Egal ob Babler oder Doskozil. Doskozil hätte noch die Chance gehabt, ein bisschen besser abzuschneiden. Aber im Endeffekt, wir haben genau diese Wechselwirkungen. Und da wird es jetzt spannend. Hält sich diese Mechanik? Was bedeutet das? Wie wird sich, also offenkundig, diese Neubesetzung wirkt sich fundamental auf die Parteienlandschaft aus? Dann schauen wir uns die Sonntagsfrage nach Geschlecht an. Das ist auch sehr spannend. Wie wählen Frauen, wie wählen Männer? Bei den Männern schauen wir zuerst den Blick darauf gerichtet. Da liegt die FPÖ ebenfalls vorne mit 23%. Immerhin, die SPÖ kommt in den Rohdaten bei den Männern auf 19%, liegt also bei den Männern auf Platz 2. Die ÖVP hier nur bei 15%, 8% für die Grünen, 6% für die Neos, 29% Unentschlossene. Und bei den Frauen, das ist schon sehr, sehr interessant, liegen FPÖ und ÖVP gleich auf mit 16% und Andreas Babler mit seiner SPÖ mit 13% nur auf Platz 3. Also die SPÖ hat mit Andreas Babler, hätte sie auch mit Hans-Peter Doskozil gehabt, das haben wir in der Vorwoche gesehen, ein echtes Frauenproblem. Die Grünen kommen auf 7% bei den Frauen, die Neos auf 3% und das ist auffällig, 45%, fast jede zweite Frau würde keine dieser Parteien wählen. Hängt das auch mit dem sehr männlichen Spitzenkandidatenfeld zusammen? Ja, also Politik ist offenkundig eine Männerwelt. Das Frauenbevölkerungssegment liegt brach. 45% können da sich nicht zuordnen, finden kein adäquates Angebot. Das ist alarmierend. Spannend natürlich jetzt, Babler in dieser Anfangsphase hat noch keine Zeit, sich, und das werden wir heute sehen, inhaltlich zu positionieren. Oder er ist kaum inhaltlich positioniert. Aber er wird per se eher auch dieser Männerwelt zugeordnet. Es gibt eine Männeraffinität, die am stärksten ausgeprägt ist natürlich bei der FPÖ, dann aber schon kommt Bablers SPÖ mit 19% und dann erst die ÖVP. Also die ÖVP schaut diesmal ein bisschen ausgewogener aus. Also die Veränderung, diese plus 3%, da gab es interessante Wanderungen, die vor allem die ÖVP betreffen, auch in der Geschlechterverteilung. Aber alles in allem, da liegt ein riesiger Politikmarkt brach und das ist das Segment der Frauen in Österreich. Ja, und dann schauen wir zur Kanzlerfrage. Zuerst auch hier die hochgerechnete Kanzlerfrage. Sie haben es schon angesprochen. Andreas Babler hatte natürlich in diesen letzten Tagen wenig Möglichkeiten, sich hier noch zu positionieren. In der Kanzlerfrage gibt es einen Führungswechsel. Karl Nehammer, der amtierende Bundeskanzler, erstmals seit Wochen wieder auf Platz 1 in der Kanzlerfrage. Er kann 3 Prozentpunkte zulegen, kommt auf 28%, die ihn direkt zum Kanzler wählen würden. Herbert Kickl würden 27% direkt zum Kanzler wählen, gleicher Wert wie in der Vorwoche. Und Andreas Babler kommt hier nur auf 16%, also liegt deutlich unter dem SPÖ-Wert, 2 Prozentpunkte weniger als seine Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner, Beate Meindl-Reisinger bei 9% und auch Werner Kogler bei 9%. Aber diese 16% sind natürlich sehr schwach, Herr Professor Beutelmeier. Die Frage ist, wie stichhaltig sind die, weil Andreas Babler ja erst, muss man sagen, seit wenigen Tagen SPÖ-Chef ist.
Ja, also eine Nullmessung ist eine Ausgangsmessung, hat natürlich nur bedingte Aussagekraft. Ich gehe davon aus, dass er jetzt die Zeit nutzen wird, um sich zu präsentieren, zu profilieren, Image aufzubauen und letztlich ein Profil zu erhalten. Aber spannend noch einmal, eigentlich Karl Nehammer kann die Sektkorken knallen lassen. Plus 3%, glaube ich, niemand hat damit gerechnet. Und da sieht man wieder die starke Wechselwirkung. Also Babler hat offenkundig einige SPÖ-Wähler vertrieben in Richtung ÖVP, in Richtung Nehammer und 28%, das ist so einen hohen Wert, gab es schon lange nicht mehr für den Bundeskanzler. Und er liegt damit ex aequo oder sogar tendenziell leicht vor Herbert Kickl. Ja, Babler liegt schlecht. Also er liegt unter den schlechten Werten von Randy Wagner. Und das waren die schlechtesten Werte von Randy Wagner. Da war sie nämlich wirklich schon sehr stark in der parteiinternen Kritik. Da war schon absehbar, dass ihre Ära vorbei ist, und da sind die Werte nachgegangen. Also er startet hier mit einer ganz geringen Erwartungshaltung weg und hat schleunigst diese Werte nach oben zu schrauben. Das wird wichtig. Nächste Grafik zeigt noch die Rohdaten der Kanzlerfrage. Auch da ist Karl Nehammer auf Platz 1. Auch hier kann er 2 Prozentpunkte zulegen, kommt hier auf 19%. 17% für Herbert Kickl. Andreas Babler überhaupt bei den Rohdaten nur bei 10%, die angeben, ihn direkt zum Kanzler zu wählen. 6% für Beate Meindl-Reisinger, 5% für Werner Kogler und 44%, nach wie vor ein sehr hoher Wert, die sich für keinen dieser Kandidaten aussprechen. Ja, an sich kein neues Muster. Eine tolle Performance von Karl Nehammer, aber eigentlich ausgelöst durch den Kandidaten, Spitzenkandidaten der SPÖ, Andreas Babler. Das ist also ein indirekter Effekt. Kickl ex aequo, nahezu ex aequo. Übrigens Werner Kogler minus 2%. Also da sieht man schon, da tut sich was. Da ist Bewegung drin, auch bei der Personenbewertung. Aber noch einmal, die Ausgangssituation ist alles anders als rosig für Andreas Babler als Kanzlerkandidat für die Direktwahlfrage. So, und jetzt kommen wir zu den Detailfragen zu Andreas Babler. Und die erste Frage, die die Lazarsfeld-Gesellschaft gestellt hat, ist: Kann Andreas Babler als neuer SPÖ-Chef die Partei einen? Nur 18%, also jeder Fünfte nicht einmal, traut ihm das zu. 42% sagen Nein und 40% machen keine Angabe. Das ist schon ein überraschend schwacher Wert, muss ich sagen, Herr Professor Beutelmeier, weil ja Andreas Babler auch sich selber immer als Mann des, unter Anführungszeichen, dritten Lagers in der SPÖ positioniert hat, der weder auf der Tosco-Zielseite noch auf der Randy-Wagner-Seite steht. Trotzdem trauen ihm die Österreicher diese Einigung der Partei nicht zu. Ja, es gab offenkundig der Bevölkerung tiefe Einblicke, wie Uneinigkeit funktioniert, welche machtpolitischen Spielchen betrieben wurden, und letztlich hat man auch sehr viel Chaos mitbekommen, und das drückt sich in diesen Zahlen aus. Also das ist ein schweres Erbe, und 40% weiß nicht, zeigt auch ganz einfach, die Leute, die Bevölkerung kann ihn nicht beurteilen. Also ich würde das jetzt gar nicht so kritisch sehen. Natürlich, da war kein Aufeinanderzugehen beim Parteitag in Linz. Der eine hat seine Sache gemacht, der andere hat seine Sache gemacht. Dann ist diese unglaubliche Panne passiert. Miteinander war wenig zu spüren, wenn es auch verbal zum Teil beschworen wurde. Also das glaubt die Bevölkerung noch nicht, und da ist eine sehr abwartende Haltung vorhanden. Also insgesamt kann man sagen, Unwissenheit dominiert derzeit die Bewertung von Andreas Babler. Dann haben wir die wichtigsten Themen abgefragt, und zwar für die drei Parteichefs der FPÖ, SPÖ und ÖVP, also jener Parteien, die um Platz 1 rittern. Erstes Thema, natürlich das große Thema, das derzeit ganz Österreich bewegt: die Teuerung. Welcher der folgenden drei Spitzenkandidaten ist am glaubwürdigsten beim Thema Teuerung? Herbert Kickl auf Platz 1 mit 19%. Immerhin Andreas Babler hier ex aequo mit dem amtierenden Bundeskanzler Karl Nehammer. Beide kommen auf 16%, aber 48%, jeder Zweite fast, sagt, weiß nicht oder keiner dieser drei Kandidaten. Herr Professor Beutelmeier, das ist, muss man sagen, natürlich jetzt wieder ein bisschen ein Schlag für Karl Nehammer, dass der Andreas Babler von Null auf gleich einmal mit ihm ex aequo liegt. Andererseits kann man formulieren, für Andreas Babler eigentlich ein relativ respektabler Start.
Ja, respektabel würde ich es gar nicht interpretieren, denn 16% Kompetenz in Sachen Teuerung, wenn gleichzeitig dieses Thema das Wichtigste in der Bevölkerung derzeit ist, denn wir werden heute wieder die enormen wirtschaftlichen Sorgen noch zu diskutieren haben, die unverändert dominieren in der öffentlichen Meinung. Es sind extrem schlechte Werte. Bei diesem Thema führt den Bundeskanzler. Es sind schlechte Werte für Andreas Babler und es sind nicht sehr viel bessere Werte bei Herbert Kickl vorhanden. Das heißt, alle drei sind nicht in der Lage, glaubwürdig das Thema Teuerung zu besetzen und hier Antworten zu geben. Also es ist insgesamt ein beschämendes Zeugnis, dass offenkundig die Kapitäne der österreichischen Politik nicht in der Lage, einen Anti-Teuerungskurs zu fahren sind. Also das ist besorgniserregend. Nämlich 48% sagen, ich weiß nicht, ob die irgendwas im Petto haben, eine Antwort drauf haben, eine Lösung, ein Erfolgsrezept haben. Also man traut es ihnen nicht zu. Hoffnungslosigkeit drückt dieses Antwortbild aus. Mhm. Ja, nächstes Thema ist die Migration. Welcher der folgenden drei Spitzenkandidaten ist am glaubwürdigsten beim Thema Migration? Auch hier Herbert Kickl deutlich auf Platz 1, 28%, das ist natürlich sein Leibthema, muss man sagen, da ist er ganz klar vorne. Auf Platz 2, weit abgeschlagen, Karl Nehammer mit 17% und Andreas Babler bei diesem Thema überhaupt nur bei 14%, die ihn hier für glaubwürdig halten, 41% sagen auch hier weiß nicht. Ja, also da sieht man jetzt plötzlich, es trennt sich Spreu vom Weizen. Bei diesem Thema gibt es einen Themenführer, denn Herbert Kickl schafft einen doppelt so hohen Wert als Andreas Babler. Babler 14, er 28. Also da gibt es eine Themenkompetenz, da gehen die Werte nach oben. Da traut man jemandem zu, dieses Thema Migration in irgendeiner Form in den Griff zu kriegen. Wiederum aber auch Karl Nehammer hat schlechte Werte. Ihm traut man es nicht zu. Ja, dann schauen wir uns an, welcher Spitzenkandidat setzt sich denn am meisten für die Anliegen der Österreicherinnen und Österreicher ein. Auch hier ist Herbert Kickl vorne, 21% geben ihm hier die höchste Kompetenz. 18% sagen, Karl Nehammer setzt sich am meisten für die Anliegen der Österreicher ein und 16% für Andreas Babler, 45% machen keine Angabe oder sagen, weiß nicht. Ja, auch erschütternd. Eigentlich sollten hier hohe Prozentwerte stehen, denn alle diese Spitzenpersönlichkeiten sind ja in erster Linie angetreten, um die Anliegen der Österreicher, um die Sorgen der Österreicher zu behandeln. Also das sind offenkundig Persönlichkeiten, die die Anliegen ihrer Parteien vertreten. Parteienvertreter sind, aber nicht Österreichvertreter sind. Also spannend. Also ich finde das bedrückend. Wiederum 45%, die sagen, keiner von ihnen setzt sich für die Sorgen und relevanten Anliegen der Österreicher ein. Das ist ein Armutszeugnis für alle drei. Und dann haben wir noch abgefragt, welcher Spitzenkandidat kann Österreich am besten im Ausland vertreten? Und da gibt es einen klaren Punktsieg für den amtierenden Bundeskanzler Karl Nehammer. 28% geben ihm die höchste Kompetenz bei der Außenpolitik. 14% Herbert Kickl, 13% Andreas Babler, kann man sagen, die sind da ziemlich gleich schlecht. Und 45%, die hier sagen, weiß nicht. Ja, also hier gibt es ein klares Antwortmuster. Da beweist Karl Nehammer, dass er in diesem Themenfeld vor allen anderen Kandidaten liegt, und zwar auf doppelt so hohem Niveau. Immerhin, hier gibt es also eine klare Kompetenzausprägung. So, und jetzt wird spannend, denn die Lasersfeld-Gesellschaft hat auch die Koalitionsvarianten abgefragt. Großes Thema der letzten Tage innerhalb der SPÖ und auch außerhalb. Mit wem ist die SPÖ überhaupt noch bereit zu koalieren? An sich haben ja sowohl Andreas Babler als auch Hans-Peter Doskozil sich für eine Ampelkoalition ausgesprochen. Und das ist für mich fast die größte Überraschung des heutigen Tages. 22%, der höchste Wert der Österreicher, spricht sich für genau jene Ampelkoalition aus SPÖ, NEOS und Grünen aus. Also die Ampelkoalition ist derzeit die beliebteste Koalitionsform der Österreicherinnen und Österreicher. ÖVP-FPÖ kommt auf 17%, also eine schwarz-blaue Koalition wäre bei 17%. Die große Koalition oder einstige große Koalition, mittlerweile ist ja keine große Koalition mehr, aus SPÖ und ÖVP käme auf 13% und die derzeitige Regierungsform ÖVP und Grüne kommt überhaupt nur noch auf 6%. Die ist
den Österreichern, muss man sagen, oder da haben die Österreicher wirklich genug davon. 8% sprechen sich für andere Koalitionsformen aus und 35% sagen, weiß nicht oder keine Angabe. Überrascht Sie das auch, dass fast ein Viertel der Wähler sich für eine Ampelkoalition ausspricht? Das ist ein Sensationsergebnis diese Woche, hätte ich so nicht vermutet, und gleichzeitig auch diese eindeutige Absage an die derzeitige Koalitionsform. Nur 6% ÖVP-Grün, also das ist erbärmlich wenig. Das sind also unglaublich dürre, magere Zahlen. Also insofern Ampel mit 22%, das hat was. Da erwartet man sich offenkundig Kursänderungen, mehr politische Dienstleistung für den Bürger. Durchaus auch interessant, das Bundesländermodell, das sich derzeit stärker durchsetzt, ÖVP, FPÖ, eine Variante, die auch ihren Zuspruch hat, wenngleich die Ampel vorne liegt. Also insofern für mich überraschend die deutliche Absage der derzeitigen Koalitionsform und die Erwartungshaltung in Richtung, die hohe Erwartungshaltung in Richtung Ampelkoalition. So, und dann kommen wir noch zur Zufriedenheit mit der österreichischen Bundesregierung. Die ist weiter ganz tief im roten Bereich. 54% bewerten die Zusammenarbeit der Bundesregierung als schlecht. 35% sagen sogar sehr schlecht, 19% eher schlecht und nur 18% stehen dem gegenüber, die diese Bundesregierung noch als gut bewerten. Es hat sich ja auch nichts verändert. Es ist ja nichts besser geworden. Es geht ja letztlich horizontal dahin und die Befindlichkeit der Österreicher ist schlecht. Die Sorgen sind groß und damit ist auch die Beurteilung der Regierung konstant schlecht. Unglaublich schlecht, wenn man das im internationalen Vergleich betrachtet. Und man sieht also, es gibt keine Ansagen, es gibt keinen Paukenschlag, es gibt keine Erwartung, dass das in unmittelbarer Zeit sich ändern wird. Also das ist natürlich eine enorme Belastung der Regierungspolitik, aber wir haben eingangs schon gesagt, bei der Personenbewertung, man sagt, die Leute, die da vorne stehen, die setzen sich ein, aber nicht so sehr für Österreich und die Anliegen der Bürger, sondern eher für die Anliegen ihrer Parteien. Und diese Parteienorientierung, die mündet dann in dieser ganz kritischen Beurteilung auch der Regierungsarbeit, der Bundesregierungsarbeit. 54% schlecht, wieder plus eins, wir kommen nicht runter, das ist ein schauriger Wert. So, dann machen wir eine ganz kurze Werbepause, dann schauen wir uns die Vertrauenswürdigkeit der Parteien noch an. Mal schauen, wie sich dieses Wahldebakel der SPÖ auf die Vertrauenswürdigkeit auswirkt. Und wir schauen uns vor allem natürlich die Fragen zu vielen inhaltlichen Themen an, allen voran die Teuerung. Eins vorweg, die Teuerung bleibt das bestimmende Thema und die Stimmung wird nicht wirklich besser. Aber wir schauen uns das im Detail gleich an. Nach einer ganz kurzen Werbepause sind wir zurück. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Die Umfrage der Woche. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Wir haben uns schon die ganz aktuellen politischen Fragen zur neuen SPÖ-Führung mit Andreas Babler angeschaut. Da ist vieles in Bewegung. Die Frage ist natürlich, wie hat sich dieses Wahldesaster denn auf die Vertrauenswürdigkeit auch der SPÖ durchgeschlagen? Und das schauen wir uns jetzt an. Als erstes die Vertrauenswürdigkeit der Parteien. Die Grafik wird uns jetzt gleich eingespielt. Das sind die Politiker, das wäre dann die nächste Grafik. Schauen wir uns zuerst noch die Parteien an, da haben wir es. Und da sehen wir, die ÖVP kommt bei Vertrauenswürdigkeit auf 24% plus 2. 56% halten sie für nicht vertrauenswürdig. Und die SPÖ, die ist überhaupt nur noch für 18% vertrauenswürdig. Das ist nur noch mal 1 Prozentpunkt weniger zwar als in der Vorwoche, aber der niedrigste Wert aller Parteien. Und am roten Balken sind es bereits 56% plus 5 Prozentpunkte zur Vorwoche, die die SPÖ für nicht vertrauenswürdig halten. Das heißt, beim Negativwert schließt die SPÖ jetzt hier sogar zur ÖVP auf, geschlagen nur noch von der FPÖ.
die für 64% nicht vertrauenswürdig ist, plus 3. 22% halten sie für vertrauenswürdig. Die Grünen sind für 54% nicht vertrauenswürdig, 21% sagen, sie sind vertrauenswürdig und die Neos sind für 52% vertrauenswürdig und für 21% nicht vertrauenswürdig. Herr Professor Beutelmeier, da sieht man natürlich bei der SPÖ mit diesen plus 5 Prozentpunkten schon einen Ausreißer. Ja, also die SPÖ ist ja bei dieser Frage immer tendenziell ein wenig besser gelegen, vor allem auf der Negativachse. Deutlich weniger misstrauische Beurteilungen hat die SPÖ eingefahren im Vergleich zu den anderen Parteien. Und das ist aber jetzt diese Woche egalisiert. Plus 5% im negativen Sinne konnte sie aufschließen auf das Niveau der ÖVP oder nahezu auf das Niveau der FPÖ, die hier immer notorisch schlecht liegt. Aber plus 5%, das ist genau die Auswirkung. Das ist dieser desaströse Eindruck, der entstanden ist die letzten Wochen und jetzt auch letztlich beim Parteitag und bei der Abstimmungsbanne, das hat Vertrauen gekostet. Also da ist wirklich Bewegung drin und Vertrauen wäre wichtig, denn Vertrauen macht Schwung und fördert Entwicklungen und Misstrauen bremst alles ein und derzeit dürfte dieses Einbremsen auch die SPÖ treffen. Plus 5% in einer Woche Misstrauenszuwachs, das ist starker Tobak. Schauen wir uns noch die Vertrauenswürdigkeit der Politiker an. Die österreichische Bundesregierung ist für 52% nicht vertrauenswürdig. 23% halten sie für vertrauenswürdig. Bundeskanzler Karl Nehammer für 50% nicht vertrauenswürdig. 28% halten ihn für vertrauenswürdig. Vizekanzler Werner Kogler ist für 50% nicht vertrauenswürdig. 26% halten ihn für vertrauenswürdig. Der Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der einzige, bei dem der grüne Balken größer ist als der rote, wobei es vielleicht für manche nicht ganz erklärbar ist, aber trotzdem 44%, die ihn für vertrauenswürdig halten, kann sogar 3 Prozentpunkte zulegen und 41% halten ihn für nicht vertrauenswürdig und die Oppositionsparteien, die verlieren noch einmal, sind für 51% nicht vertrauenswürdig und überhaupt nur noch für 14%, die sagen, die Opposition ist vertrauenswürdig. Ja, bei dieser Bewertung fällt wirklich in erster Linie der Bundespräsident auf, denn da gab es in den letzten Wochen immer mehr die Tendenz, dass auch er seinen Vertrauensbonus verspielt. Da waren zuletzt Werte deutlich über 40% in Sachen Misstrauen und er hat also seine Position als die moralische Instanz über den Parteien stehend zunehmend verloren und diese Woche gibt es hier wiederum eine Umkehrbewegung. Plus 3% ist deutlich, ist signifikant und jetzt ist er quasi wieder in diesem Muster drin, dass man sagt, na wenn einer von diesen abgefragten Instanzen vertrauenswürdig ist, dann ist es ausschließlich der Bundespräsident als moralische Instanz über den Parteien stehend. So, und dann schauen wir zum Thema Nummer 1, das ist die Teuerung. Wie spürbar sind die Auswirkungen der Teuerung für Ihren Haushalt? 74% sagen spürbar, nur 6% nicht spürbar, noch einmal 3 Prozentpunkte als in der Vorwoche. Wann ist denn zu erwarten, dass dieser Trend sich einmal ins Negative oder nach unten geht? Ja, also unglaublich ist es, dass dieser Trend noch weiter nach oben geht. Also plus 3% jetzt wieder innerhalb einer Woche war nicht zu erwarten gewesen, ist für mich sehr überraschend und 74%, also nahezu 3/4 der Österreicher leiden unter der Teuerung und 41% haben echte Probleme mit ihrem Geld auszukommen, kommen vermutlich mit ihrem Geld nicht aus. Also da geht es um Einkommensverlust, da geht es um die Finanzierbarkeit des Lebens, da geht es ums Eingemachte, da geht es um ganz, ganz große Sorgen und wir haben ja heute die Frage gestellt und wer dieser Spitzenpolitiker kann hier Antworten liefern? Keiner war die Antwort und das drückt sich auch letztlich in diesen Ergebnissen aus. Also eine Situation, wo die Österreicher derzeit keinen Ausweg sehen. Sie erhalten sehr häufig Zahlen serviert, wie jetzt die Inflationsrate, die zwar Gott sei Dank ein wenig nach unten geht, aber die immer noch deutlich über dem Europaschnitt liegt. Also da performt Österreich nicht gut. Ja, schauen wir uns das Ausgabeverhalten an. Wie wirkt sich die Teuerung auf Ihr Ausgabeverhalten aus? Ich werde weniger Geld ausgeben, sagen 56%, nur 8%
wollen mehr Geld ausgeben. Auch das ist immer ein Indikator, Herr Professor Beutelmeier. Wir wissen, dass, wie sich die Wirtschaft in den nächsten Monaten verhalten wird. Wenn man sich diese Werte anschaut, ist das natürlich für den Sommer, aber auch für den Herbst keine besonders rosige Ausgangslage. Ja, also die Wirtschaft echt sehr, und es ist ja kein Zufall, dass jetzt ein großer Einrichtungskonzern Insolvenz anmeldet oder dabei ist, Insolvenz anzumelden und hunderte oder tausende Mitarbeiter möglicherweise in die Arbeitslosigkeit sendet. Die Ansage von 56% der Österreicher, also wieder mehr als jeder Zweite, ich habe vor, weniger Geld auszugeben, das ist für die Wirtschaft ein Horrorbild. Das ist also wirklich die Geisterbahn für die Wirtschaft. Und dieses Horrorbild ist unverändert die letzten Monate über und zeigt wiederum die fassungslose Situation der Österreicher, dass wir hier politisch nicht weiterkommen, dass es keine Hoffnung gibt, keine Erwartung gibt, keine Zuversicht gibt. 56% will noch mehr sparen, weniger Geld ausgeben, ist eine, ich sag's immer, eine gefährliche Drohung für die Wirtschaft. Ja, apropos, wie geht's weiter? Wie sehen die nächsten 12 Monate aus? Sind Sie eher optimistisch, pessimistisch oder unentschieden? Zumindest hier ganz, ganz, aber wirklich hauchdünner Silberstreif am Horizont. 32% sagen, sie sind optimistisch, plus 1, 44% pessimistisch, immerhin minus 3 Prozentpunkte, und 24% sagen unentschieden. Kann man daraus einen vorsichtigen Optimismus ziehen oder ist der rote Balken dafür einfach noch viel zu hoch? Nein, ich glaube, das ist die Sonne, das Melatonin, das ist jetzt ein bisschen, dass es uns halt besser geht, weil wir mehr draußen sind in der Natur. Es ist kein Durchbruch, es ist keine relevante Veränderung. Wir grundeln hier wirklich am Boden, am Stimmungsboden in der Bevölkerung. Wir sollten derzeit fast 60% Optimisten haben, dann würden wir in einer normalen Verfassung, in einer normalen Stimmungslage uns befinden. Nein, die Werte sind dieses Plus 1, ich würde es gern positiv interpretieren, zeigt nicht an, dass es nach oben geht. Ich würde eher sagen, das ist die Anzahl der Sonnenstunden und die Länge des Tages und doch ein bisschen das Frühlings- oder Frühsommergefühl, das die Österreicher jetzt eingeholt hat. Schauen wir uns noch die Lebensqualität an. Wie bewerten Sie Ihre persönliche Lebensqualität im Vergleich zum Vorjahr? Immerhin 20% sagen besser, 38% allerdings schlechter, 42% gleich. Können wir, glaube ich, zur nächsten Grafik weitergehen, nämlich die Solidarität in Österreich. Wie bewerten Sie den Zusammenhalt in Österreich im Vergleich zum Vorjahr? 11% sagen besser, 49% schlechter, 40% sagen, er ist gleich geblieben. Auch da muss man sagen, der rote Balken, auch wenn er 2 Prozentpunkte zurückgeht, noch immer sehr, sehr hoch. Ja, also früher gab es ja den Spruch, den Kindern soll es einmal besser gehen. Sie sollen eine bessere Lebensqualität, bessere Lebensaussichten haben. Sie sollen sich verlassen können auf das System. Und wenn man sich diese Werte jetzt anschaut, die Solidarität in Österreich, die Lebensqualität in Österreich, dann sind wir davon weit entfernt. Es gibt bei der Lebensqualität Erosion. 38% sagen, sie ist schlechter geworden. Das ist eine sehr, sehr häufige Bewertung. Und bei der Solidarität sagen gar 49%. Ich weiß nicht, auf wen ich mich verlassen kann in diesem Lande. Also die Verlässlichkeit, die Sicherheit nimmt ab. Der Klebstoff wird dünner in der Bevölkerung. Also das sind schon beängstigende Perspektiven. Dann haben wir noch das soziale Netz in Österreich. Wie sieht es da aus? 31% sagen, sie können sich nicht verlassen. 33% sagen, sie können sich verlassen. Aber auch hier nimmt der Wert jener, die sagen, sie können sich nicht auf das soziale Netz verlassen, zu, Herr Professor Beutelmeier. Ja, also wir sind im roten Drehzahlbereich des Motors, des emotionalen Motors in unserer Gesellschaft. Plus 2% wiederum auf der Seite, wo die Unsicherheit verortet ist, sagt nichts Gutes, sagt also aus, dass es ein ganz gewaltiges Unwohlsein in der Bevölkerung gibt. Wie sieht es mit der Wirtschaft aus? Sie haben schon angesprochen, die Pleite, die Insolvenz von Kicker Leiner sorgt natürlich für viel Unsicherheit. Wie gut ist es um Österreichs Wirtschaft bestellt? Das wirkt sich auch auf die Beurteilung aus. 37% sagen schlecht, plus 1 Prozentpunkt, und nur 23% sagen, es ist gut bestellt um Österreichs Wirtschaft.
Ja, das ist das Spiegelbild zur Einschätzung, wie gehe ich mit meinem Geld um, ich möchte mehr sparen, vorsichtiger Geld ausgeben oder habe auch weniger zur Verfügung, Realeinkommensverluste. Und dieses Spiegelbild für die Wirtschaft schaut eben auch besorgniserregend aus, denn man nimmt es wahr, dass die Wirtschaft vor großen Zukunftsfragen Herausforderungen stellt und dass diese Herausforderungen sehr stark marktgegeben sind, Nachfrage determiniert sind. Die nächsten Fragen können wir etwas schneller überspringen. Konsumverhalten, wie wird sich Ihr Konsumverhalten im Vergleich zum Vorjahr ändern? 45% sagen, sie werden weniger konsumieren, 13% wollen mehr konsumieren. Die Investitionsvorhaben, hier wollen immerhin 35% Investitionsvorhaben durchführen, allerdings 64% wollen sie nicht durchführen. Und dann haben wir noch die Einkommenssicherheit bzw. die wirtschaftliche Lebenssicherheit für Sie persönlich in den nächsten 12 Monaten, das wissen wir, da sind die Österreicher immer, wenn es Sie persönlich betrifft, etwas optimistischer. Da sagen immerhin 52%, das ist sicher und 21% nicht sicher. Spannend wird jetzt die nächste Frage, nämlich wie zufrieden sind Sie mit der Demokratie in Österreich? Und da haben wir einen Wert von 42%, die unzufrieden sind, gegenüber 22%, die zufrieden sind. Warum diese hohe Unzufriedenheit mit der Demokratie, Herr Professor Beutelmeier? Ja, ich möchte ganz kurz noch zu der Folie vorhin zum Investitionsvorhaben gehen. Wenn man das ganz genau betrachtet, gibt es nur 16% aller Österreicher, die gänzlich oder großteils wie geplant Investitionen durchführen. Nur 16%. Das heißt, der Rest, 84%, führen keine Investitionen, schieben auf oder machen nur teilweise. Also das ist noch einmal in aller Dramatik die Auswirkung der Ausgabebremse, die derzeit getätigt wird und die Wirtschaft trifft. Ja, die Demokratie und die politische Kultur, das ist ein unglaubliches Thema, denn das ist jetzt keine Absage an die Demokratie und keine Einladung in Richtung Autokratie und Diktatur, sondern es ist der Stil. Es geht offenkundig um die Kultur des Miteinanders in der Politik, bei den Parteien. Und da ist diese Kultur eine, die mit Argwohn und mit Abscheu betrachtet wird. Also man ist tief enttäuscht über die Parteien-Performance und Parteien-Demokratie, weil diese Parteien irgendwo eine Macht erreicht haben, sich verselbstständigt haben und weniger dem Volk dienen als sich selbst eine gute Performance und eine Eigenservisierung wahrscheinlich anstreben. Also im Endeffekt, und das hat man auch jetzt wieder gesehen bei all diesen Dingen, Abstimmung, der Versuch, Demokratisierung eines Abstimmungsverhaltens in der SPÖ bei der Wahl des Vorsitzenden, und dann passiert so unglaublich viel, wo man sagt, wie gibt's denn das? Also im Endeffekt, da ist eine tiefe Verdrossenheit, tiefe Verbitterung da, und man nimmt das sehr genau wahr, was da passiert. Also das lässt sich nicht verbergen, und ja, diese Kritik ist ernst zu nehmen. Noch unzufriedener sind die Österreicher mit der politischen Kultur. Da sagen sogar 55%, sie sind unzufrieden. Überhaupt nur noch 16% sind zufrieden mit der politischen Kultur. Ist es überhaupt reparierbar, noch dieses katastrophale Image der Politik? Also da braucht es einen wahrscheinlich ziemlich neuen Zugang. Schauen wir mal, was Babler zusammenbringt oder ob er da auch in den ersten Wochen bereits über seine eigenen Beine stolpert. Die Enttäuschung ist enorm. Das heißt, wer hier einen anderen Zugang schafft, einen offeneren, einen kritischeren, einen ja, vielleicht auch mehr Persönlichkeit einbringt, der hat alle Chancen, denn die Unzufriedenheit ist enorm. So, und dann haben wir noch abschließend die Frage zur Gemeinschaftswährung Euro. 35% halten Sie für vertrauenswürdig, 38% für nicht vertrauenswürdig. Das ist insofern spannend, als hier grüne und rote Balken Positionen getauscht haben. Sprich, ein höherer Wert jetzt für jene, die den Euro für nicht vertrauenswürdig halten. Worauf ist das zurückzuführen?
Ja, der Euro steht gewaltig unter Druck, international als auch im Bewusstsein der Österreicher. Da gibt es eine enorm hohe Inflation, da gibt es eine EZB, deren Agieren nicht immer nachvollziehbar ist. Und einige Ökonomen, Hans-Werner Sinn sagt es, am Euro ist zu arbeiten. Da gibt es Reformbedarf und das spürt offenkundig auch die Bevölkerung. Der Euro ist schon eine tolle Sache und Europa ist eine tolle Sache, aber es gibt Reformbedarf. Und ich glaube, diese Zukunftsarbeit ist zu leisten. Derzeit spaltet sich die Meinung und die augenblickliche Performance, was Inflation, was Sicherheit anbelangt, was Geldmenge anbelangt, all das macht den Ökonomen derzeit oder einigen Ökonomen derzeit doch ziemliche Sorgen. Und dann zu guter Letzt schauen wir uns noch die aktuellen Fragen zum Ukraine-Krieg an. Erstens, wie bedrohlich stufen Sie die eventuellen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine für Ihre persönliche Sicherheit bzw. für jene Ihres Haushalts ein? 31% sagen nicht bedrohlich, 34% sagen bedrohlich. Jetzt gab es ja auch diese Staudammsprengung. Rechnen Sie damit, dass der bedrohliche Wert hier wieder zunehmen wird? Also die persönliche Sicherheitsbedrohung, die nimmt zu immer dann, wenn der Kreml die Atomkarte direkt oder indirekt ins Spiel bringt und darüber berichtet, was man da alles machen kann, stationieren in Belarus und taktische Atomwaffen einsetzen, dann merkt man sehr deutlich, immer dann, wenn stark über dieses Thema gesprochen wird, ist die Wahrnehmung der eigenen Sicherheitsbedrohung deutlich höher, ist offenkundig im Augenblick nicht so in Diskussion, aber natürlich verfolgen wir sie genau, was da passiert und die hohen Werte, die unverändert hohen Werte zeigen die Anspannung der Österreicher. Also die Österreicher verspüren eine gewaltige Anspannung, wissen also, dass da im Osten etwas passiert. Und man weiß nicht, wie lange das noch dauert und man weiß natürlich auch nicht, wie es ausgeht, wenngleich der Wunsch natürlich da ist, es möge gut für Europa ausgehen, aber da ist ein erhebliches Restrisiko vorhanden und dieser Staudamm hat jetzt wieder bewiesen, wie schnell eigentlich Katastrophen hier in diesem Krieg ausgelöst werden, mit denen man wahrscheinlich nicht gerechnet hat. Ja, und die allerletzte Frage noch, wie bedrohlich stufen Sie die eventuellen wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine für sich bzw. Ihren Haushalt ein? Hier sagen 48% bedrohlich und 19% nicht bedrohlich, also ein weitaus höherer Wert. Herr Professor Beutelmann, das haben Sie gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Aber das könnte man positiv interpretieren. Wenn es gelingt, in absehbarer Zeit, möglicherweise im Spätherbst, eine massive Veränderung der Situation an der Ostukraine, in der Ostukraine zu schaffen, ich wollte schon Ostfront sagen, dann glaube ich sehr wohl, dass das einen gewaltigen Impact für Europa hätte und ganz besonders für die Wirtschaft. Also wenn derzeit nicht abschätzbar, aber wenn die Gegenoffensive jetzt irgendwann ins Laufen kommt und die ersten Aktivitäten sind offenkundig bereits gesetzt worden die letzten Tage, wenn da nicht nur ein Momentum, sondern eine Dynamik, eine sichtbare, spürbare, nachvollziehbare, glaubwürdige Dynamik hineinkommt, dann wird sich der wirtschaftliche Rahmen verändern und die Prognosen und möglicherweise auch ein Teil der Stimmung deutlich nach oben gehen. Aber sehr viel unserer schlechten Stimmung ist schlichtweg hausgemacht in Österreich. Herr Professor Beutelmann, eine spannende Analyse, eine spannende Sonntagsfrage mit Andreas Babler und viele spannende Detailfragen. Nächste Woche haben wir dann wieder alle aktuellen Umfrageergebnisse für Sie, dann wie gewohnt am Donnerstag, diesmal aufgrund des Feiertags eben schon am Mittwoch. Ich darf mich bedanken und schöne Grüße nach Linz. Gerne, wiederschauen. So, bei uns geht es aber natürlich weiter mit der großen Analyse zum neuen SPÖ-Chef und da wird es gleich wirklich, wirklich spannend, wirklich, wirklich analytisch, muss man sagen, bei diesen drei Herren. Josef Czap, Peter Westenthaler und Wolfgang Fellner werden das Wahlchaos bei der SPÖ, den neuen Parteichef, wie sehr Hans-Peter Doskozil der SPÖ geschadet hat und wie gut die Chancen von Andreas Babler bei einem Wahlduell mit Herbert Kickl und Karl Nehammer stehen. All das werden Sie gleich in allen Details analysieren. Lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben beim Highlight des heutigen Tages. Kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter mit Peter Westenthaler, Josef Czap und Wolfgang Fellner.